Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man den Echo Pop zurücksetzen und somit natürlich auch wieder auf die Werkseinstellung bringen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Wenn du mit dem Gerät ein Problem hast, was selbst durch den Netzstecker ziehen und einem erneuten Neustart nach ca. 10 Sekunden nicht behoben werden kann, dann macht das Zurücksetzen auf die Werkseinstellung normalerweise auf jeden Fall Sinn. Und das Ganze funktioniert natürlich bei anderen Generationen wie bei meiner 5. Generation hier relativ ähnlich. Hierfür müssen wir oben am Gerät die Mikrofon aus und die Leiser-Taste einmal für ca. 25 Sekunden beide gleichzeitig gedrückt halten. Deine Smart-Home-Geräte werden entfernt und dein Gerät wird zurückgesetzt. Dies wird ungefähr eine Minute dauern. Ich werde dich benachrichtigen, wenn es bereit ist. Bis wir diese Stimme hören und wir können auch schon wieder auslassen. Hallo, dein Gerät kann jetzt eingerichtet werden. Lade dazu die Alexa-App runter und folge den Anweisungen. Nach circa einer Minute ist der Reset auch schon abgeschlossen und wir können das Gerät erneut einrichten, so wie ich es in einem extra Video auch schon einmal gezeigt habe. Wenn du dir für zu Hause einen weiteren Echo Pop oder natürlich auch andere Amazon Alexa Geräte zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.